So, in diesem Sinne, herzlich willkommen jetzt zu Mario Kart 8 Deluxe Online. Let's go. Wie immer gilt natürlich für die das Ganze gerade live schauen. Ihr könnt sehr gerne mitmachen, mitzocken und. Ja, kennt das schon. Ist ja nichts Neues, ne? Dies ist ja nichts Neues. So, wir zocken einfach online ein paar Runden und wie gesagt, ihr braucht natürlich nur meine Freundes-ID, den Code zum Mitzocken. Den brauchen wir jetzt mal nicht, weil der ist noch aus Minecraft-Zeiten. In alten Zeiten. So, meine Freundes-ID findet ihr in der Video-Description. Ich würde sagen, wir fahren halt einfach mal einen von den neuen Charakteren. Nämlich die Piranha-Pflanze, die sieht doch wild darauf aus, so muss das. Den Rest lassen wir einfach ganz gleich. Und ich suche einfach jetzt mal nach random Mitspielern. Und habe erstmal einen Fehler bei der Datenübertragung. Perfekt, so muss es Nintendo. Also, versuch Nummer 2, vielleicht klappt es da jetzt. Wer weiß. So, Sao-Su macht dich beim Warten bereit. Ja, perfekt. Wer kennt es nicht? So, wer ist denn alles in der Lobby? Ein Herr Blau, Yoshi, Daisy. Dann haben wir Japan, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Japan, Chile, okay, krass. Palitos und Carlos. Also Chile tatsächlich habe ich relativ selten online drin. Ich sage jetzt in letzter Zeit nicht so viel online, aber immer wenn ich es online gesagt habe, so Chile, war relativ selten als alles nur dabei. Wenn ihr mich dann noch Reste. Mein Fels genießt. Keine Ahnung. Das klappt aber so richtig mit der Facecam, wie ich es den so haben wollte, lol. Bisschen gedauert, aber jetzt haben wir das auch mal gestickt. Werden wir den Red Bear zusauen. Und es ist mir vorbei, aber lang zugesaut, der Kappa. So, das Ganze ist übrigens eine Aufzeichnung von Livestream, obviously. Mario hat manchmal. Ist ganz wild. So, hier gibt es keine neue Strecke. Schade, wenn wir mal laden, nehmen wir einfach mal den Waterpark. Das klingt doch mal nach einem Plan. So, was will. Ah, weil meine Strecke, so muss das. Die wird ausgewählt. Perfekt. So, let's go, würde ich sagen, mit der ersten Strecke. So, der Wasserpark wird es also gesagt. Ich habe jetzt meine Piranha-Pflanze. Und ja, würde sagen, let's go. Schau doch mal, wie viel das wert. Ich habe so ein bisschen länger, sagen wir es mal so, kein Online mehr gespielt. Also. Man sollte jetzt vielleicht nicht das Beste erwarten. Ich fühle das, als die Piranha-Pflanze hier auf dem Gefährt. Das hat was. Real Talk, dies hat was. Ja, die Frage ist nur, was es ist, was es hat. Aber irgendwas hat's. So. Ja, wenn ihr das Video seht, liebe Leute, dann ist gerade Gamescom, weil das eines von Videos ist, die ist so ein vorproduziert habe für wenn ich dann It Galone auf der Gamescom unterwegs bin. Dusch, perfekt. Ja, ganz viele Seiten werden das. Ich bin aber gespannt, wie die Gamescom so dieses serviert.
Und was es da alles zu sehen gibt. Also hab mal so ein Infovideo gemacht, das Thema Gamescom, wo ich so erklärt habe, dass ich da bin. Wo es auch mal so, ach, es weiter, das heißt, es reingefragt habe. Wer von euch ist denn so da unterwegs auf der Gamescom und so weiter? Und ja, jetzt ist die Gamescom, ja, wenn ihr das Video schaut, sind da. So auch noch Zeit, wirklich noch ein bisschen hin. Immer so lang, weniger als zwei Wochen. Also, komm, es ist wirklich so nicht mal so lang. Das ist eigentlich echt nicht mal lang. Geisteskrank. So. Aber ich freue mich ein bisschen drauf. Wie jedes Jahr, aber dies Jahr so besonders irgendwie, ich freue mich einfach drauf. So. Weil dies Jahr ist einfach Nintendo wieder da und alles. Und das ist einfach toll. Nintendo gehört einfach zu Gamescom dazu, so. Gamescom ohne Nintendo ist ja einfach keine Gamescom, das ist Fakt. Aber ja, das wisst ihr eh. Hoffentlich. So, für all die Nintendo-Bubble ist ja sowieso so, dass eine Gamescom ohne Nintendo einfach keine Gamescom ist, das ist ja ganz klar. So. And let's go, jawohl, so muss das help. Perfekt. So, weg, weg, weg. Ja, komm, direkt davor ist hier. Das ist ja wieder so eine unnötige Sache, ey. Das gibt's ja erst nicht. So, jetzt gibt's zur Auswahl. Sonnenflughafen, Mario-Abfahrt, Marios Piste. Das sind alles drei SS-geile Strecken. Aber ich sag, Mario-Piste wird's, lol. So, nächste Runde, neues Glück. So sieht's aus. Und es wurde tatsächlich nicht Sonnenflughafen, sondern eine neue Strecke aus. Das heißt, Neuheit, eine von DLC-Paketen. Perfekt, perfekt, perfekt. So, nochmal an den Info, an den Stream. Wer will, kann gerne mitzocken. Meine Freundes-ID befindet sich in der Videodescription. KMSN. Wenn man will, und dann kann man mitzocken. So. Jetzt haben wir nochmal. Also mit der Piranha-Pflanze spielst du das erste Mal. Die wäre auch aus den DLC-Paketen. Und ich hätte nicht so krass gegen den. Ja. Also, ich meine, so Autos, Strecken mit Autos mag ich nicht, da fahre ich oft dagegen. Der 2, I don't like them. So. Muss ein bisschen zusammenreißen, dass ich hier keinen kompletten Müll fahre. Dies wäre zumindest sehr nice. Jawoll. Trennbarbesteuerungspilz, so muss das. So, vielleicht trifft sie einer von den blauen. Wäre ja sehr schön. So, dritter, so ist doch sehr perfekt das Ganze. Also muss ich noch ein bisschen einspielen. Bis jetzt der erste Eindruck. Bin ich mit der Phase mit der Feuerblume gar nicht mal so schlecht. Mit der Piranha-Pflanze meine ich, lol. So, ich lese der Kommentar mit gleich durch, das macht es allerdings erst nach der Runde, weil es klappt einfach nicht. Mal, vor allem mal Kart klappt, das Rest ist Socken und gleichzeitig, also mir auf den Konzert gleichzeitig Kommentar lesen. Da bin ich ein bisschen überfordert, so davon kann man ein paar Pilze mitnehmen und ich fahre erstmal in den Laster rein, so ein Scheiß. So, jetzt kann es doch mal lesen, das ist mir viel zu kompliziert, das spiele ich lieber auf der guten alten Wii. Verstand ist, Mario Kart Wii ist ja auch Klassiker. Mario Kart 7, 3DS, habe ich jetzt played. Und 3DS-Displays werden auf meinem YouTube-Channel Gamer Codes, das da generell in nächster Zeit öfters kommen, weil meine Capture-Card wieder funktioniert. Das ist sehr, sehr schön. Also, ne, ich fühle die alten Konsolen auch sehr, sehr. Also, das ist einfach nice. Nice to have, sagen wir es mal so. So, das haben wir jetzt in der Runde einfach mal für Berlin entschlossen. Aber nochmal, wer sie genommen wird, ich bin sehr gespannt. Also jetzt war Luigi Arena eine neue Strecke. Außen die LCs, let's go. Ich fühle aber die Zeigeist da hinten, Hintergrund, die mit diesen Leuchtstiften da rumfuchteln und einfach auf die Stimmung wild sind. Fühle es. So, die LC-Strecken bin ich noch nicht so sehr drinne, das braucht ein bisschen, bis ich mich da eingewöhnt habe, sagen wir mal so wie es ist. Aber ich glaube, mit dem Gefährt komme ich wirklich klar. Das könnte theoretisch sogar wirklich mal neuer Main werden. Also warten wir mal ab, aber das ist nicht ganz unrollig. So, hier werden so Reifen durch die Gegend gesubst. Nehmen wir die Bremsen ab. Okay, der eine ist einfach gerade despawned von mir.
Ja, weil Mark hat 8 Items. What do you want more? I have no idea. Nutzt hat das leider irgendwie ziemlich gar nichts. Ich weiß gerade auch nicht mal wieso das gerade eigentlich gar nicht so gut läuft, aber mehr. Wie gesagt, pro paar Runden einfach Zeit zur Eingewinnung und dann wird's auch laufen, denke ich. Hoffentlich. So, come on. Nein, einfach waren wir die Items geklaut. Das ist ja eh klar. So, auf der Strecke geht's jetzt gerade ganz hinab. Ja, komm. Wo kommen jetzt auf einmal wieder die blöden Reifen her? Ja, eine Sekunde, wir fahren mit jetzt. Ja, genau. Kann mir mal einer sagen, was der eigentlich macht? Denn ich weiß es nicht. Aber auch immer erster ist, frisst deine. Wenn es zum letzten Platz kommt, ist das Ganze in Ordnung. So. Dann muss ich erst was ändern. Aber ich kenne halt die Strecke nicht und den Charakter auch noch nicht gut. Und das ist einfach nur das erste Kombi, Leute. Sag's das ehrlich. Diese Combination. Nee, gerade läuft's nicht so gut. Naja, that happens. Ja, wie gesagt, ich habe den Charakter noch nicht so oft gespielt und die Map ist halt auch neu. Ich glaube, es wechselt nachher mal so mein Main, wobei es lohnt sich im heutigen Part auch nicht mehr am nächsten dann. Aber es will nicht Swifter werden. Ich muss mal somehow verhindern, aber du hinter mir hat einen Stern. Ich fahre halt auch gerade wirklich die letzte Kurze zusammen, das ist. Diese Runde ist nie passiert, das halten wir uns aber mal fest. So, zwei die Wahl, es wissen Marus Piste, Schneeland und Pilzpass. Kommt mir für Drossberg die neuen Strecken, deswegen nehmen wir jetzt einfach mal. Schneeland, die ist ganz wild, an die kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Schauen wir mal, wie gut die Strecke tatsächlich wird. Schneeland wurde also ausgewählt, so muss es sein. Let's go. Into the next round. So, eine sehr schöne Strecke, die mir total an Spore 64 mit dem Pinguin erinnert, so soll es auch sein. Und die ist rutzig, dammit. Ach du Scheiße. Es wird jetzt halt erst alles so richtig schlimm werden. Gut, muss man erst gut aufpassen, wo man wann wie seine Kurven macht. Wird das einen erst ganz schön zum Verhängnis. Da sage ich das einfach nur, wie es ist. So. Ich kurz einfach mal ab. Jawohl. Gut, wirklich gut ist das noch nicht, aber langsam wird. So, und hier kann man wenigstens gut driften eben. Hier ist es ganz schön komplexes Driften. Und wieder ein Stern, jawohl. Damit nicht mal viel nutzt, I don't know, I don't think so. Ja, bei siebter, immerhin, das ist mal gar nicht mal so schlecht. Die Frage ist halt, wie lange siebter bleibt, ne? Später, lang wird es nicht sein. Juxer, nur. Oh, siebter. Sag ich's ja, ne? Irgendwie, dann kommt wieder ein Stern und irgendwas das wissen und dann damit. Jawoll. Boah, da hat sich gerade Glück gehabt. Und die erste Bombe und was hier nicht noch alles kommt, kurz vor dem Ende, aber oh mein Gott, sechster wird mal um 6 Plätze besser als letzte Mal, ne? So, letzte Strecke für heute Abend. Varios Goldmine. Let's go, würde ich sagen. Let's go. So, das ist ja eine gute alte Klassiker-Strecke. Kennt man so von der Wii. Und da fällt erstmal dann jemand runter. Perfekt, so muss das. Aber Mai, das passiert am besten. So.
Mann, wieso müsst du jetzt meinen Powerboost hier zerstören? Das war. Wenn ist ja uncool, hast du ein Problem damit, wenn ich das überhole, hä? Schade. Aber ja. Ist ja durchaus nachvollziehbar. Warum? So. Ich glaube, ich komme hier heute nicht mehr auf den grünen Zweig, ehrlich gesagt. Liegt aber daran, dass auf der Art und bald halb 3 Uhr nachts ist, einfach todmüde bin. Vielleicht liegt es daran, dass nichts mehr reißt. Ist aber auch nur eine eventuelle Idee. Muss jetzt nicht sein, dass da irgendwas dran ist. Danke still für den Boomerang. So. Ja, natürlich trifft bis die 1 Sekunde nach dem Stern. Das ist doch wieder Betrug pur. Sag's das, wie es ist, Leute, ne? Dies ist all Betrug. Das ist alles richtig krasser Betrug. So. Ich finde diese Piranha-Pflanze einfach maßlos gruselig. Das ist einfach ein Fakt. Die ist auch total creepy. So. Ich will jetzt ungern 9. werden. Muss man ein bisschen zulegen. Aber ob es hier irgendwas reißt in der Runde, das weiß ich nicht. Weiß ich auch gar nicht, ob es heute generell noch was reißen würde. So, ich weiß, irgendein Blitzkorb mir mein Item klaut. Sag es ab, das kommt irgendwie immer. Nein! Unnötig, dass der Runterfall. Okay. Das habe ich natürlich ein paar Plätze weit nach hinten gemacht. In dem Sinne, nicht für euch. Es ist ja erst Wahnsinn, ey. Das war's für heute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und ciao!